Bademeister sein, so ein Unsinn. Ich bin doch cool. Ganz genau. Und wenn nicht, dann soll mich doch... ein fliegender Eiswagen erschlagen. Bambitz! Heute gibt's wieder ein neues Fahrzeugtutorial, mal in der Welt von SpongeBob, und zwar der fliegende Eiswagen. Kam in der einen Folge vor, wo ja SpongeBob unbedingt Bademeister werden wollte, und natürlich wurde das auch, bis am Ende Larry rausfand, ja, der SpongeBob, der kann nicht schwimmen. Wir kennen ihn ja alle. Könnt ihr euch gerne mal die Folge ansehen, ich blende es euch ein und schreibe es euch auch in die Beschreibung. Jedenfalls wollen wir uns so einen fliegenden Eiswagen basteln, der ja überall in der Welt hinkommt, von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Für den Start holen wir uns erstmal wieder ein bisschen schwarzen Beton raus, Steinknöpfe, Fichtenholzstufen, Eichenholzblock, Treppe wie Stufe ist dabei, dennoch ein paar steinzige Stufen wie Treppen und dennoch Karmesinknöpfe. Legen wir erstmal los mit den Rädern, da setzen wir die jeweils immer gegenüber so mit einem Block Abstand einmal hin, nach vorne lassen wir drei Blöcke Platz und setzen wieder zwei Räderchen hin. An den Seiten können wir erstmal unsere Steinknöpfe platzieren. Dann wollen wir natürlich jetzt hier wieder ein Fundament machen. Dafür nehmen wir jetzt unsere Fichtenholzstufen. Die lassen wir einmal nach vorne wie nach hinten überstehen. Die Seiten können wir natürlich auch hier wieder einmal miteinander verbinden. Wenn wir das haben, kommen wir schon zu unseren Blöcken. Die setzen wir einmal auf der Rückseite. Über den Treppen lassen wir das Ganze immer frei. An den Seiten hier können wir es auch nochmal langziehen. Über den Rädern können wir dann ganz einfach noch ein paar weitere Treppen setzen. Machen wir auf der anderen Seite natürlich gleich einmal mit. Auf der Vorderseite setzen wir an den Seiten ganz einfach hier zwei umgedrehte Treppen hin. Darauf könnt ihr ganz normal dann noch zwei weitere Stufen platzieren. Und dann geht schon ran, dass wir vorne in der Mitte hier einmal ganz unten uns eine steinzige Stufe platzieren. Darauf könnt ihr gerne einen Block machen, darauf wieder eine Treppe. An den Block vorne dran machen wir eine umgedrehte Treppe und darauf wieder eine Stufe. Zum Schluss bleiben nur noch unsere roten Knöpfe übrig. Die platzieren wir einmal hin, das sollen unsere Bremslichter sein. Weiter geht's ganz einfach mit hellblauer Keramik, Tropenholztreppen, rosanen Beton, na, Eisentür ist mit dabei, rote Keramik, türkise Glasscheiben, Akazienholztreppen und Stufen und ein bisschen Zauntor. Legen wir erstmal los mit unserer hellblauen Keramik. Auf der Rückseite fangen wir an, da setzen wir uns erstmal zwei Reihen hin. Das Ganze machen wir immer auf eine Dreierhöhe, das ist ganz passend. Dann lassen wir einen Block Platz und setzen wieder einfach hier so eine Zweier-Dreierstrebe hin. Auf der Rückseite können wir die dann erstmal hinterherziehen. Wenn wir das denn soweit haben, können wir oben das Ganze einmal zumachen und auf der Rückseite, ja, lassen wir einfach hier diesen Zweier-Durchgang hier einfach mal. Da können wir uns eine Eisentür reinsetzen. An der Seite haben wir natürlich jetzt hier drei Blöcke Platz. Da setzen wir einfach unsere Tropenholztreppe normal hin, darüber eine umgedrehte und darauf dann einfach rosanen Beton. Das soll so ein bisschen diese Eiswaffe darstellen, wie die wir an der Seite hier haben. So, an der Seite machen wir es dann noch einmal. Weiter geht's dann auf der Vorderseite. Jetzt machen wir natürlich die Fahrerkabine, nehmen unsere rote Keramik, können jetzt erstmal hier das einmal ringsrum ziehen, platzieren dann hier einfach noch einen weiteren Block auf jeder Seite. Dann können wir einmal vorne unsere Glasscheiben platzieren und hier einmal oben drauf unser Akazienholzstufen. Gut, dann geht's schon weiter, dass wir jetzt auf dem Dach von unseren Eiswagen ganz einfach jetzt hier auf unsere Eiswaffe hier oder auf unseren Eis einmal hier eine normale Akazienholztreppe uns platzieren. Darauf könnt ihr gerne eine Stufe platzieren. Dahinter ran setzen wir dann hier einmal Zauntor, machen das einmal auf und wollen dann über ein Zauntor nochmal einmal eine umgedrehte Treppe uns platzieren. Das machen wir natürlich auf beiden und haben dann hier noch unsere Flügelchen. Ich habe mir noch eine Sache rausgeholt und zwar könnten wir noch ein paar Türgriffe anbringen. Dafür nehmen wir einfach ein bisschen Stolpertag-Haken. Einfach und schnell kommt man zu so einem fliegenden Eiswagen. Hoffentlich landet er nicht wie bei SpongeBob uns direkt auf den Kopf, wenn wir uns den wünschen. Wenn du solche Videos natürlich jetzt nicht mehr verpassen willst, schau mal in die Infobox, da habe ich dir noch ein bisschen was zusammengestellt. Andernfalls kannst du noch gerne den Kanal abonnieren, bist du immer auf dem laufenden Stand. Und dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.